Ist dem smarten Rapper sein eigener Ruhm über den Kopf gewachsen? Glaubt er vielleicht an solche Verschwörungen, weil er... Aber geht doch mal in einen Talk mit Kollegen rein und dann unterhaltet doch euch mal über diese Theorien, die aufgestellt wurden. Und dann gucken wir doch mal, wer dann am Ende die besseren Argumente hat an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Oh shit. Oh shit, man. Intro oder was, Digga? Let's go. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut. Wir machen heute mal wieder eine Reaction. Bevor es losgeht, will ich einmal kurz sagen, ich habe wieder angefangen, dieses Buch hier zu lesen. Die vier Versprechen, ein Weg zur Freiheit und Würde von Don Miguel Ruiz. Ich habe das damals empfohlen bekommen vom Baro. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle. Und habe das damals schon gelesen und das hat mir damals schon sehr geholfen. Ich werde das jetzt nochmal lesen. Und ich habe jetzt auch schon gemerkt, nach dem ersten Kapitel, mit neuen Erkenntnissen, neuen Lebenserfahrungen etc., liest sich ein Buch auch nochmal anders und man lernt noch ein paar andere Sachen aus dem Buch. Deswegen, Empfehlung geht raus an der Stelle, gebt euch das Buch. Aber das ist heute nicht Thema, wir werden jetzt auf ein Video reagieren von Alicia Joe. Ich kenne die Dame selber nicht, habe noch nicht ein einziges Video von ihr geschaut. Ich habe nur auf der Startseite gesehen, gestern Abend schon, dass Leute darauf reagieren. Irgendwas mit Kollegen, Ghostwriting-Vorwürfe etc. Ich habe mir das Video selber auch nicht mal eine Sekunde reingezogen. Ich bin gespannt, um was es geht. Also, ich bin da echt gespannt. So, wir werden uns einfach mal das Video jetzt anschauen und dann unseren Senf dazu abgeben. Senf für den Motherfucker. Wir gehen rein in das Video. Skü. Kollege, der sich selbst auch gerne als der Boss bezeichnet, ist der Allerechte. Einer der bekanntesten und lyrisch anspruchsvollsten Rapper Deutschlands. Wenn man sich mal nur auf Punchlines, Reimschema und Wortspiele konzentriert, gibt es kaum einen, der an ihn rankommt. Sein Rap-Stil mit ausgedehnten Reimketten und komplexen Doppeldeutigkeiten hat nachweislich eine ganze Musikrichtung inspiriert. Oder wie er selbst rappt, ich habe eine Bewegung geprägt, so wie Jacko mit dem Moonwalk. Das betont er auch in diversen Interviews, wie beispielsweise mit der Juice. Mein ganzer Style war etwas komplett Neues. Ich habe etwas Einzigartiges geschaffen, an dem sich viele orientiert haben und auch viele weiterhin orientieren, auch wenn sie nie an mich herankommen werden. Zusätzlich hebt er immer wieder hervor, dass er all seine Texte selbst schreibt, denn es kann halt keiner so gut wie er. Neben diesem unfassbaren Talent fällt Kollega aber in den letzten Jahren auch vermehrt negativ in den Schlagzeilen auf. Problematische Lines und regelmäßige Andeutungen in Richtung... Die Lines war immer noch von Farid Bang, meine lieben Freunde, und wird immer noch so ausgelegt, als ob sie von Kollega war. Feier ich nicht. Diverser Verschwörungsfantasien. Das macht einen doch stutzig. Also da würde ich jetzt gerne nochmal näher mit der Alice drüber reden, was sie da genau meint. Alice? Ich küsse dein Herz. Ist dem smarten Rapper sein eigener Ruhm über den Kopf gewachsen? Oder glaubt er vielleicht an solche Verschwörungen, weil er von sich selbst auf andere schließt? Das mag jetzt für euch wie eine wahnwitzige Frage klingen, tat es für mich auch erst. Ich finde erstmal so ein bisschen immer mit diesem Wort Verschwörungen einfach so rumzuwerfen, weil man weiß, okay, alle Leute, die mal irgendwas so in eine Richtung gesagt haben, das sind jetzt Verschwörungstheoretiker und dann droppt man es einfach so raus, um Menschen zu diskreditieren. Aber geht doch mal in einen Talk mit Kollegen rein und dann unterhaltet doch euch mal über diese Theorien, die aufgestellt wurden. Und dann gucken wir doch mal, wer dann am Ende die besseren Argumente hat an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Sich dank einem persönlichen Hinweis, YouTube-Videos und Twitter-Postings in den Tiefen des Internets auf merkwürdige Dinge gestoßen bin. Also macht euch bereit, nehmt euch was zu trinken, der Tee ist hot. Gehen wir nochmal zurück und beginnen wir ganz am Anfang, bei den Gerüchten. Fakt ist, im Laufe Kollegas Karriere wurden immer mal wieder Vorwürfe laut, der Rapper habe Lines aus Online-Foren geklaut. In mehreren Fällen waren Wortspiele und Reime, die Kollega später auf Songs einrappte, schon vorher mit einigem zeitlichen Abstand im Rap-Forum MZ zu finden. Für alle, für die das gar kein Begriff ist, in Online-Hip-Hop-Foren wie MZ, Rapspot, FatRap, Rappers Inn und Battlestation gab es schon
schon früh eine enge Community von sogenannten Free-Typern. Diese Free-Typer denken sich hobbymäßig besonders komplexe Rap-Texte aus, tippen sie ins Forum und lassen sie dort online von anderen Typern bewerten. Dazu gehörte auch... Krass, Digga, wusste ich gar nicht. Und somit bestritt Kollega selbst die Biting-Vorwürfe immer glaubhaft. Er behauptete, er habe die schriftlich bereits veröffentlichten Lines, die dann später auf seinen Tracks wiederzufinden waren, immer mit mehreren eigenen Accounts unter Pseudonymen in das MC-Forum gepostet, um ihre Wirkung vor Veröffentlichung in einer kleineren Gruppe von gleichgesinnten Experten zu testen. Manche behaupten, dass du viele deiner Lines im MC-Forum bitest. Stimmt das? Waren halt meine eigenen Accounts, was soll ich machen, ne? Die habe ich auch schon ein paar Mal erklärt. Ich habe mittlerweile bestimmt 20 alte Fake-Accounts. Hänsel, der Pimp, Weiberheld, Florian, der überhaupt, ach, keine Ahnung, Mann, sau viele. Im MC-Forum, wo ich immer mal wieder so Abfall, der entsteht beim Texten, immer so diese Abfalltexte, die beim Texten entstehen, den habe ich da immer mal so gepostet. Später ist mir danach manchmal aufgefallen, dass die doch gar nicht so schlecht waren. Später dann immer irgendwann gemerkt, ey, so scheiße war das gar nicht. Und habe sie dann doch noch eingerappt. Und habe es dann irgendwann vielleicht nochmal eingerappt. Deswegen immer diese Biting-Vorwürfe da. So entsteht dieses Gerücht, das es mal hier und da gibt. Das klingt zunächst sehr sinnvoll und spannend. Also habe ich mal ein paar dieser Momente. Kollege Absolut. Ich frage dich auch so einmal ganz kurze Frage noch, was ist eigentlich ihre Mission bei der ganzen Nummer? Also wie ist sie darauf gekommen, da so richtig tief reinzugehen und da richtig zu forschen etc.? Kennen die sich persönlich? Gab es da eine Vorgeschichte oder so? Schreibt's gerne bei YouTube in die Kommentare rein. Accounts etwas genauer unter die Lupe genommen. Und bin auf richtig krasse, bis dato nie in Songs veröffentlichte Rap-Texte auf Kollega-Niveau gestoßen. Ich werde euch diese gleich zeigen, aber bevor wir uns genauer mit drei Beispielen dieser Accounts beschäftigen, muss ich euch noch etwas Hintergrundwissen geben. Auffällig ist, dass viele Forenbeiträge dieser Pseudonyme im Nachhinein entweder von den Verfassern oder von Moderatoren editiert wurden. Wo vorher ein langer Text stand, stehen heute teilweise nur noch Striche, Punkte etc. Ich schätze, Kollega möchte so einfach Spuren verwischen. Woher ich weiß, dass dort vorher ein Rap-Text stand, mache ich euch anhand des Beispiels von Kollegas vermeintlichem Pseudonym-Account Der Lila Pimp deutlich. Der Lila Pimp hat im April 2010 einen MC-Thread mit dem Namen Geschichten aus der Bronx 5 eröffnet. Hier hat er einen Rap-Text gepostet, welchen er aber im Oktober 2010 wieder nachträglich rauseditiert hat. Man weiß lediglich, dass dort ursprünglich mal ein Rap-Text stand, da mehrere andere User in ihren Antworten Textparts, die sie besonders cool fanden, mit der Zitatfunktion des Forums kopiert haben. Und diese Zitate bleiben dann auch unverändert sichtbar, auch wenn der ursprüngliche Beitrag, aus dem sie stammen, bearbeitet wurde. Den kompletten Text, den der Lila Pimp damals gepostet hat, kann man aber immer noch finden, weil ihn andere Freetyper, vielleicht Fans dieser Werke, gespeichert und Jahre später zur Sammlung ihrer Lieblingstexte in einem anderen Forum vollständig repostet haben. Man findet hier in diesem Repost auch Textstellen, die in den Antworten zum Originalbeitrag im MC-Forum zitiert worden sind, daher gehe ich sehr stark davon aus, dass es sich um die Originale handeln muss. Wenn ihr das genau nachvollziehen wollt, schaut in die Beschreibung, da werde ich jeweils die archivierten und Original-Threads verlinken. Jetzt, wo ihr okay, und? Das verstanden habt, schauen wir uns mal ein paar dieser Lines an. So schrieb der Lila Pimp im September 2010, denn heute siehst du mich im TV mit Catherine Zeta-Jones, bei MTV Cribs direkt nach MTV Exposed und der Happy Tree Friends Show. Und Kollega rappte circa ein Jahr später auf Cosmopolit, sieh mich bei MTV Cribs mit Catherine Zeta-Jones direkt nach MTV Exposed und der Happy Tree Friends Show. Da besteht ja wohl eindeutig eine Verbindung. Noch ein Beispiel, der Lila... Aber der Lila Pimp ist doch Kollega, Digga, hat die doch eben selber gesagt, oder? Oh, oh. Ich mach Ghetto-Musik für Pimps in Stretch-Limousinen in Bentleys Q7. Kollege, ich mach Ghetto-Musik. Das ist Ghetto-Musik für Pimps in Bentley Q7, Benz oder Stretch-Limousinen. Obacht, ich lass Rapper zittern wie Espenlaub. Sie flennen laut beim Anblick des schimmernden MAC-10-Laufs. Kollege rappt 8 Monate später in Cold Turkey. Kit, ich lasse Punk-Bitches zittern wie Espenlaub. Sie betteln laut beim Anblick des schimmernden MAC-10-Laufs. Und um noch zwei Beispiele zu bringen, die noch heute uneditiert im MC-Forum zu finden sind und somit nochmal bestätigen, dass die kopierten Texte vermutlich den Originalen entsprechen. Der Lila Pimp, Oktober 2010. Erst Hanteln, dann Trizepszüge. Japp, denn ich definiere den Körper wie Anatomielektüren. Kollega, circa ein Jahr später, auf Boss Aura, bring den Trizeps in Form, den Bizeps in Form und definiere den Körper wie ein Anatomielexikon. Den so kenne ich der noch. Lila Pimp, April 2011. Fuck Life Rap, im Kofferraum 10 Kilo Yayo, eine Leiche und das Mahndreieck. Kollega, 4 Monate später. Parkhausdeck, im Kofferraum 10 Kilo Coca, 27 Guns und das Warndreieck. Chillig auch, dass genau diese Line im Top-Kommentar des YouTube-Videos als beste Line gefeiert wird. Und das ist noch bei vielen weiteren... Okay, also ist der Lila Pimp doch nicht Kollege, wa? Und Kollege hätte dann angeblich die Lines vom Lila Pimp geklaut an der Stelle. Meine ersten Gedanken dazu sind, Bro, erstmal
würde ich jetzt gerne vom Kollegen hören, ob er nicht doch der lila Pimp ist. Das wäre dann so die einfachste Antwort auf die ganze Nummer und dann wäre das Ding auch schon wieder vom Tisch. Zweitens kann es natürlich sein, dass die Dame recht hat irgendwie. Und dass Kollege sich die ein oder andere Line mal aus irgendeinem Forum gezogen hat und die in seine Texte verarbeitet hat. So. Nichtsdestotrotz, wenn man Kollege kennt, das muss ich hier sagen und das ist auch so, wenn man ihn kennt, der Bruder ist wortgewandt. Wenn du dich mit dem Bruder schon öfter mal unterhalten hast, dann merkst du, dass seine Gedanken auch einen gewissen Anspruch haben, sag ich mal. Und seine Wortgewandtheit genauso. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass er alle seine Texte irgendwie zusammengesammelt hat aus irgendwelchen Forenbeiträgen. So, das ist einfach nur das, was ich mir jetzt gerade denke. Ich kann mir vorstellen, dass wenn das wahr ist, dass er sich vielleicht mal die ein oder andere Line von da gepickt hat, aber trotzdem den Großteil seiner Lines selbst geschrieben hat. Das denke ich. Daran möchte ich auch festhalten, weil ich schon seine Schreibskills und die Art und Weise, wie er rappt und über was er vor allen Dingen auch rappt, nice finde. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, die Sachen jetzt auch gerade bei Free Spirit und die Sachen, die halt manchmal Gesellschaftskritik, manchmal einfach junge Leute motivieren, denke ich schon, dass da die meisten Sachen aus seinem Herzen kommen. Und das ist für mich auch das Wichtigste. Spielen so einige, die ich spontan gefunden habe, blende ich gerne ein für die Nerds. Ihr könnt dann Pause drücken, aber ich denke, ihr habt es kapiert. Erst schreibt der lila Pimp sie ins Forum, dann werden sie so oder so ähnlich von Kollega auf einem Track eingerappt. Also steht gemäß Kollegas eigener Erklärung quasi fest bei so vielen Beispielen, der lila Pimp muss einer dieser Pseudonym-Accounts von Kollega sein, die er selbst betreibt, um seine Lines vorher zu testen. Nur, wenn dem so ist, was hat dann das zu bedeuten? Hier meine Freunde aus Osnabrück zum Beispiel. Zeig dir mal kurz. Wir sind nämlich auch Nachwuchsrapper, die auf jeden Fall was drauf haben. Der lila Pimp übrigens. Der lila Pimp. So. Das verwirrt mich ja jetzt ein wenig. Dann vermeintlichen Pseudonym-Account von... Okay, das war der lila Pimp dann anscheinend. Krass. Okay, also ist es doch nicht Kollege, sondern ein Bre aus dem Forum. Der aber auch mit Kollege schon damals unterwegs war. Oder hat Kollege sich den Fleisch gezogen und hat gesagt, Bro... Kannst mir ja mal die ein oder andere Line rüberschmeißen. Wäre jetzt auch eine Sache, wo ich jetzt selber jetzt nicht persönlich wirklich enttäuscht wäre, so, weil das ist ja heutzutage auch normal irgendwie. Damals vielleicht noch nicht, aber die ein oder andere Line sich mal hinschmeißen zu lassen, ist meiner Meinung nach vollkommen okay. Nur wenn halt ganze Texte geschrieben werden und dann halt krass geprahlt wird, von wegen ich bin der krasseste Writer, dann ist schon wieder was anderes. An, sogar mit einem aktuelleren Beispiel. Der User Young Frechdax postet im April 2017 bislang Young Frechi unter anderem die folgende Line ins MC-Forum. Lars besucht keine Sauna in Dubai, aber ist bei den Arabern im Schwitzkasten. Kollege hört nur 8 Monate später auf, es wird Zeit. Geil, aber. Farid Bang, Sauna in Dubai, ihr seid bei Arabern im Schwitzkasten. Pfuh. Geile Adlibs, aber mittlerweile glaube ich, hier ist was faul, wie Blutgrätschen beim Fußballspiel. Gerade weil Young Frechdax im selbst durchklingen lässt, dass Kollega vielleicht nicht Kollegas einziger Writer ist. Zitat, gibt etliche Threads im Forum. Im Endeffekt wurden aber viele Leute bezahlt und wussten um das Risiko. Auf JBG3 hat Kollega auch einen meiner Texte vertont und bei dem ist der Byte eindeutig zeitlich nachzuvollziehen. Okay, krass, Digga. Krass. Das ist schon krass, Digga. Ich sag so, ich mag den Kolle, Bruder, und deswegen bin ich auch so in dieser Verteidigungsposition so ein bisschen, aber das scheinen ja irgendwie jetzt auch doch eindeutige Hinweise zu sein, obwohl man auch tippen, man kann schon auch viel tippen, ne, also ich bin gespannt auf, was der Kollege dazu zu sagen hat, ich würde gerne sowieso mal gerne wieder einen Talk mit dem Bruder machen, und dann könnte man über sowas auch quatschen. Geht es vermutlich um die Schwitzkastenline von eben. Und ultraaktuell, im Februar 2021 schreibt der User Don Frechus, aufgrund der Namensähnlichkeit vielleicht ein zweiter Account von Young Frechdax, im MC-Forum, der Chinchilla-Pelz recht bequem, Six-Figure-Deals every day, am Ringfinger sind 60k, mein Drip-Killer wie Acid Rain. Und jetzt wird's richtig interessant. 8 Monate später rappen San Diego und Kollega abwechselnd auf Rotlicht Massaker 2 Chinchilla, King Villa, Drip Killer wie Acid Rain, Heavyweights, Six Figures, Fickfinger fürs Rechtssystem. Und es geht noch weiter. San Diego nutzt in seinem halbstündigen Meisterwerk Apocalyptic Endgame, in welchem Kollega am Ende des Tracks für seine Lyric Assists geshoutoutet wird,
die folgenden Lines. Kalkulierter Attentatmord. Sabotiere dann den Tatort. Sitz ich mal in einem Bullenwagen, dann im Lamborghini Aventador. Komischerweise schrieb Don Frechus schon im Februar 2021 folgendes. Don Frechus und Young Frechdachs, Digga, meldet euch mal. Annie zum Texting-Vibes, man. Sie-Forum. Sabotiere dann den Tatort, kalkulierter Attentatmord, keine Spur, sitze ich mal im Bullenwagen, dann im Lamborghini Aventador. Diese Beispiele deuten ja darauf hin, entweder Kollega oder Don Frechus sein. Dachte ich, bis mir aufgefallen ist, dass ein gewisser Don Frechus auf YouTube selbst Musik mit seiner eigenen Stimme veröffentlicht. Und bald lebe ich wie ein Förster Maharajas, kehr der ganzen Welt den Rücken zu, wie Atlas, aber ist okay. Und dreimal dürft ihr raten, wer bei diesem 91-Abonnenten-Account einen Kommentar dagelassen hat. Is it a bird? Is it a plane? No, it's Alpha Music Empire. Na gut, ich meine, Kollega spricht ja auch das Intro. Es ist Kollega der Boss und ich reguliere die Beton-Ghettos wie Don Frechus. So hilft man sich halt gegenseitig, denke ich mal so, ne? So, der Bray hat den ein bisschen gepusht, Alter, hat den im Intro eingesprochen. Kommentärchen geschrieben. Der andere hat dem ein paar Lines geschrieben, so. Ich sag dir ehrlich, ich hab mich immer gefragt, wie Kollege auf diese krassen Lines kommt. Haben wir sogar in dem Reaction-Video, ich hab doch ein Video gemacht, Kollege-Lines, die niemand versteht oder niemand rafft, so. Hab mich immer gefragt, wie der seine Texte schreibt und ich dachte auch eigentlich immer, dass er das alleine macht, so. Ich sag dir ehrlich, Mann, ich weiß, dass der Bray intelligent ist und dass der was drauf hat, lyrisch auch so. Wenn er sich helfen lässt, für mich persönlich, so, ich kann mir vorstellen, dass es einige Kollege-Fans draußen gibt, die dann sagen so, oh nein, Alter, mir bricht eine Welt zusammen, so. Für mich persönlich, habe ich schon vorhin gesagt, mir kommt's auf den Menschen an und ich habe das Gefühl, dass der Kollege einer von wenigen Künstlern ist, der noch Dinge anspricht, die fast keiner anspricht und der wirklich das Bestreben und die Intention hat, jungen Leuten mitzugeben, dass sie was aus ihrem Leben machen sollen und dass sie frei sein sollen. Weißt du, was ich meine? So wie ich auch. Und deswegen macht mir jetzt so ein Video von so einer, ich kenne sie sowieso nicht, und so eine Vorwürfe machen mir das jetzt persönlich, also mir persönlich nicht kaputt. Das Ganze geht sogar so weit, dass Kollega selbst eingerappte Vergleiche von Don Frechus. Aber es ist krass. Auf eigenen Tracks nutzt. So rappt Don Frechus auf diesem Track. MCs sind Vampire, können sich selbst nicht reflektieren. Ihr seid ganz schön verzweifelt, wie ihr Punchlines recycelt. 2 Monate später rappt Kollega in Blowout. Was für, ich kann mich selbst nicht reflektieren wie ein Vampir. Sehr skurril alles. Und weil es so schön ist, schauen wir uns jetzt den MC-Account von Daffy Duck bzw. Morbid an. Und jetzt wird's richtig wild. Erstmal ist es auch hier so, dass Daffy Duck oder Wildness Uzi im Forum einige Lines veröffentlicht hatte, die später so oder so ähnlich auf Kollega-Tracks zu finden waren. So schrieb er zum Beispiel im November 2009, der Benz-fahrende Wettpate setzt gerade Bett und Win, zieht dich ab und du liegst nachts in deinem Bett und Win sitzt. Circa ein Jahr später rappt Kollega auf Gigolos, chill in Wettbüros, hier Bett und Win, deine Mama liegt in ihrem Bett und Win sitzt. Ich denke, es wird langsam deutlich. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich besonders amüsant fand. Daffy Duck rappt zusammen mit einem Kollegen namens Beavis als Duo unter dem Namen Morbid. Und ganz besonders Straßenapotheker. Was ist das denn? Von Morbid. Das ist ein echter Geheimtipp, denn das Video hat lediglich um die 1800 Aufrufe, was echt beachtlich ist dafür, dass es ein exklusives Morbid, man. Feature enthält. Ist ein Feature, Digga. Krass, Digga. Lustigerweise bringen Morbid auf diesem Track unter anderem diese Line. Und sie lassen dich im Stich, so wie Bienen Stachel. 4 Monate später rappt Kollega auf Zuhälter-Rap. Der Rest will dich abfucken, lassen dich im Stich, so wie Wespen ihren Stachel. Also das gibt ja wohl ein Ungenügend in Biologie. Naja, zumindest wird Morbid in diesem Kollega-Booklet in der Danksagung erwähnt. Komisch finde ich nur weiterhin, dass Kollega mal in einem Interview Andeutungen gemacht hat, er sei Duffy mit Uzi. Dabei ist Duffy mit Uzi, wie ich euch eben gezeigt habe, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht Kollega. Hiphop.de hat übrigens 2015 schon mal über einen ähnlichen Fall berichtet. Damals gab es Vorwürfe, Kollega hätte beim MC-User Tingeltangel Bob eine Line geklaut. Allerdings hat dieser Tingeltangel Bob seinen Post daraufhin editiert mit den Worten: Okay, krass, Digga. Also die Anschuldigungen erhärten sich an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Ich sollte nichts mehr ins Forum stellen, was ich noch einrappen könnte. Das nahm hiphop.de zum Anlass, in dem Artikel zu schlussfolgern, Tingeltangel Bob sei vermutlich ein Pseudonym-Account von Kollega,
wie ja vom Boss auch immer behauptet. Wenn man allerdings ein paar Minuten weiter recherchiert, sieht man, dass Tingeltangelbob im Forum zahlreiche recht kollege untypische Antworten postet. Amin, Arsch? Zunge rausstreck-Emoji und sich in diesem Thread sogar bei Kollega und dem lila Pimp für seine Erwähnung bedankt. Wenn Tingeltangel Bob also wirklich Kollega wäre, müsste dieser schon sehr schizophrene Züge an den Tag legen. Oder, und das halte ich für logischer, Tingeltangel Bob ist einfach ein talentierter Freetyper und Kollega-Fan, der anschließend vielleicht dafür bezahlt wurde oder so, seinen Post so zu editieren, dass man denkt, er sei Kollega. Ja, ja, hiphop.de, da seid ihr wohl auf den Boss reingefallen. Ja, was heißt reingefallen? Man muss es auch nicht so negativ auslegen. Man könnte auch einfach sagen, dass der Kollege den dann gefunden hat, gesagt hat, Bro, schreib mal ein bisschen für mich, ich gebe dir ein bisschen Padder, lösch deine Post. Let's do it, man, Alter. Weißt du, was ich meine so? Was für viele Leute auch schon dann so weltbildzerstörend wäre, weil Kollege halt mit seinen Lines Mutter gefickt hat, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Do your research. Nicht erschrecken, denn hier meldet sich Alicia. Ach, die ist auch Shirin David-Fan, oder was? Dem Schnitt. Ich wollte wahrscheinlich, ne? Die hat ja auch den Dirty aufgemacht. Jetzt eigentlich noch eine Line zeigen von einem Gatsby im Forum. Das wäre natürlich auch ein bisschen strange, weil ich glaube, die Shirin, die Liebe, hat nicht mal ein Wort selber geschrieben bis jetzt. Die so auf Rotlichtsonate von Kollega aufgetaucht ist. Denn auch Gatsby, wie er seine Historie im Forum beschreibt, ist vermutlich nicht Kollega. Hatte das auch alles schon für meine Recherchen mit Web... Also es kann, meiner Meinung nach könnte es sein, dass Kollega irgendeinen Fake-Account hat, mit dem er so tut, als ob er nicht Kollega ist. Kann ja rein theoretisch immer möglich sein, dass sowas der Fall ist. So. Ne? Jetzt bei allen Accounts natürlich nicht, weil diesen einen, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber die hat man ja auch teilweise in live gesehen. Ja. Archive gescreenshottet und daher habe ich jetzt auch noch einen Link vom Originalbeitrag, musste aber feststellen, dass auch dieser Beitrag mittlerweile editiert ist. Und zwar wurde der am 2. Januar editiert. Das heißt, wir sind hier auf einen lebenden Organismus gestoßen. Hier wurden noch mehr Lines auch rausgenommen. Finden wir diese Lines auf Boss Aura 2? Jetzt, nachdem ich es gesagt habe, vermutlich nicht mehr. Aber spannend, wollte ich euch einfach nur mal mitteilen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich könnte jetzt noch zahlreiche Accounts aus verschiedenen Foren nennen und Beispiele aufzählen, bei denen ein Kollege sich inspiriert hat. Im Beides. Hat die sowas schon öfter gemacht, mit anderen Rappern auch, oder ist es jetzt nur Kollege gerade? Im weitesten Sinne des Wortes. Biber Butzemann, Tony, Volkan, Gatsby, Ignaz, aber die hatten alle nicht so schöne Videobeispiele und irgendwann wird es auch repetitiv. Es lassen sich in vielen Kollege-Tracks Lines finden, die anscheinend nicht aus seiner eigenen Feder stammen. Federn, mit denen sich Kollege aber schmückt. Auffällig ist aber, Kollege scheint schon früh einige dieser Freetyper in seine Kreise eingeführt zu haben. Vielleicht haben sich sogar echte Freundschaften etabliert. So gibt es beispielsweise dieses Video des Freetypers Volkan, bei dem er zusammen mit einigen anderen Jungs im Backstage mit Kollege abhängt. Kolle einmal für die Kamera. Oh, was geht ab? Auch das Video vom Anfang, wo der lila Pimp im Hintergrund sitzt, ist ja ein Indiz hierfür. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich betonen, ich werfe Kollege in diesem Video nicht den Diebstahl von geistigem Eigentum vor. Ich vermute, dass es sich hier einfach um eine Gruppe von Leuten handelt, die Kollege ab und zu, wahrscheinlich auf freiwilliger Basis, mit Lines aushilft. Vielleicht werden sie dafür sogar gut entlohnt und Ghostwriting per se ist ja nicht verboten. Ich kritisiere... Das denke ich auch. Den Fakt, dass Kollege sich in vielen Interviews vehement als alleiniges Textgenie hinstellt. Und bis heute behauptet, er würde alles natürlich komplett selber schreiben. Wie zuletzt... Ich glaube halt trotzdem, da muss ich widersprechen, so. Ich muss den Brief verteidigen an der Stelle, weil ich glaube trotzdem, wenn du die Lines alle rausnehmen würdest von den anderen Kollegen, die jetzt für ihn geschrieben haben aus den Foren, so, wäre er trotzdem immer noch einer der krassesten in Deutschland, was auch nicht schwer ist, wenn man ehrlich ist, weißt du, was ich meine, so? Faulheit spielt da wahrscheinlich auch eine Rolle. Ich glaube schon, dass er auch selber auf krasse Sachen kommt und auch gekommen wäre, wenn diese Lines nicht vorhanden wären und trotzdem immer noch ein krasses Level an
Lyrik hätte in seinen Texten, weißt du? In einem Twitter-Space vor 3 Wochen. Du bist ja... Lyrik in seinen Texten, na Mann, in seinen Raps. Wissenschaftlicher Lyriker und ich gehe bis heute davon aus, dass du deine Texte wahrscheinlich ausschließlich selber schreibst. Natürlich. Kollege hätte jetzt hier die Chance, mit Offenheit eine Lanze zu brechen. Zum da hat sie recht, Spiel ja. Für weibliche Künstler, die in dieser Branche oft für Co-Writer angegriffen werden. Wozu hat er dieses Abstreiten überhaupt nötig? Kollege ist nach wie vor ein Rap-Pionier und Meister der deutschen... Was hat das aber mit weiblichen Künstlern zu tun? So, es ist nun mal so, dass Shirin David so einen krassen Hype, was Female Rap in Deutschland angeht, gebracht hat, so. Und die sich die ganze Zeit immer die krassen Unterstützungen dazu holt, so. Bad Moms J weiß man auch. Es ist halt nun mal so, dass die größten Female Artists in Deutschland schon damit groß geworden sind und dass es auch bekannt ist. Weißt du, was ich meine so? Sprache. Er hat eine Unmenge eigener Lines produziert, die genial sind. Und es stimmt wohl, dass er den technisch anspruchsvollen Style der Freetyper erst etabliert hat. Kann es einen größeren Erfolg geben für einen Künstler, als eine eigene Stilrichtung zu begründen und dann noch zahlreiche junge, talentierte Menschen kreativ zu inspirieren, sodass sie auch Texte dieser Art schreiben? Ich persönlich finde es wichtig, der ganzen Freetyper-Szene Credits zu geben. Das war ein weiterer Beweggrund für dieses Video und es bringt mich zu einem letzten und wichtigen Teil des Videos. Mhm. Und hier eine kleine Warnung, denn ab jetzt geht es um psychische Probleme und den Tod. Also, wenn ihr euch nicht in der Verfassung fühlt, das allein... Ach du Scheiße, wie kommt ihr denn da jetzt rein? Schaut das Video mit jemandem zusammen. Holy, der oft unter seinem Alias Tu nicht gut schrieb, ist der User, der in der Freetyper-Szene aufgrund seiner unfassbar guten Texte wahrscheinlich am meisten bewundert wurde. Er hat eine Art Legendenstatus, also oft findet man Kommentare von anderen Usern, die sich ihn und seine Texte zurückwünschen. Denn mittlerweile schreibt Holy nicht mehr. Ich habe bewusst in der Vergangenheit gesprochen, da mehrere Quellen unabhängig voneinander darauf hindeuten, dass er vermutlich im März oder April 2010 verstorben ist. Ich kann übrigens auch hier einwandfrei nachweisen, dass Holy nicht Kollege ist, werde aber aus Pietätsgründen eine Herleitung unter Preisgabe weiterer Details zu seiner Person und Rest in Peace Holy an der Stelle. Dass Holy seine Texte betreffend ein kreatives Ausnahmetalent war, wird unter anderem dadurch deutlich, dass er 3 Textbattle-Turniere des Magazins Rapspot gewann. Preis dafür waren jeweils ein Interview und hieraus ziehe ich meine meisten Informationen zu Holy. Scheiße, wo waren wir eigentlich? Man merkt, dass er wohl eine Person war, die permanent, fast wie im Wahn, über Doppeldeutigkeiten, Punchlines und Wortspiele nachdachte. Laut seinen eigenen Aussagen hörte er in jedem Gespräch nicht nur das Gesagte, sondern auch sämtliche sprachliche Auffälligkeiten. Was einerseits ein Segen für seine Arbeit als Texter, aber auch ein Fluch war, wenn es um ernsthafte Unterhaltungen ging. Außerdem... Boah, das ist krass, Digga. ...deutet er mehrfach an, unter psychischen Problemen zu leiden. Er spricht von einer Borderline-Erkrankung und Aufenthalten in Kliniken. Die Freetyping-Szene beschreibt er hierbei wie einen Zufluchtsort. Ich zitiere aus dem Interview. Ganz ehrlich, ist dir neben dem Geld nicht auch deine Position in der Texter-Szene wichtig? Klar, definitiv. Ist jetzt vielleicht für einige nicht so sehr nachvollziehbar. Ist für mich auch voll der Ding, so voll der Flash mit dieser Freetyping-Szene und so. Ich kannte das gar nicht. Aber es ist für mich auf jeden Fall eine wichtige Form der Selbstbestätigung. Also ich bin psychisch labil, habe Minderwertigkeitskomplexe, mangelndes Selbstwertgefühl etc. Dementsprechend tut es mir schon gut, immer mal wieder zu sehen, dass es ein, wenn auch letztlich total unwichtiges, Gebiet gibt, auf dem ich wirklich, wirklich gut, wenn ich der Beste bin. Beziehungsweise viel wichtiger, als das angesehen werde. Wer Holy für Kollege gewesen sein könnte, darauf gibt uns ein Kommentar des Users Sentino-Info im MC-Forum einen Hinweis. Holy aka Tunichtgut, von dem er, hier ist Kollege gemeint, die meisten Sachen hat, ist wohl der bekannteste von denen. Sein Selbstmord 2010, ein Schub von mir, es kann auch ein Unfall gewesen sein, das weiß ich nicht so genau, wurde hier mehrfach thematisiert. So zynisch es klingt, aber seinen Tod merkt man leider erheblich, was Kollegas Texte seit 2011 angeht. Hoodtape hat er ja noch mit den ganzen verbliebenen Textüberresten gefüllt. Holy müsste man eigentlich als den Punchline-Gott huldigen, den viele in Kollega sehen. Es gab mehrere, die extra für Parts, Lines angefragt wurden und immer wieder welche, von denen ungefragt Lines geklaut wurden. Bezahlt wurde meines Wissens nach nur Holy. Das ist wie gesagt seine Aussage, nicht meine. Woher der User Sentino Info das haben oder wissen könnte, kann ich nur vermuten. Vielleicht ist es der Rapper Sentino, der heute unter seinem bürgerlichen... Ja, okay, das ist aber alles auch sehr weit hergeholt, weil es einfach nur ein
irgendein User in einem Forum ohne Profilbild mit irgendeinem herbeigezogenen Namen, das kann man halt nicht als Beleg oder als Beweis oder als irgendwas nutzen, weißt du? Als Writer in einem Kollega und Usher-Track gelistet ist. Was dieser Santino meint, wenn er sagt, Kollega habe das Album Hood Tape nach Holys Tod mit den verbliebenen Textüberresten gefüllt, zeige ich euch jetzt anhand eines Beispiels. Auch hier müssen wir wieder über Repostings alter Holy und tu nicht gut Texte gehen. Der Song Überfall 2 ist auf dem Hood Tape Volume 1 zu finden. Es gibt in diesem Track lediglich einen Rap-Part und den blende ich euch jetzt ein. Und dann markiere ich farbig, welche Lines man so oder so ähnlich in archivierten Holy bzw. Tu-nicht-gut-Texten findet. Und es gibt auf diesem Hood-Tape-Album viele Parts, die man so oder so ähnlich in archivierten Tu-nicht-gut-Texten findet. Allgemein in Kollegas Diskografie. Und das sind nur die Sachen, die man heute noch online findet. Mehrere Foren, in denen Holy seine Texte veröffentlichte, sind heute unwiderruflich offline. Holy selbst hat aber schon um 2009 rum im Rappers In-Forum angedeutet, dass er eventuell als Ghostwriter arbeitet. Sollte er dies auch für Kollega gewesen sein, könnte es natürlich auch jede Menge Texte von ihm geben, die nie in die Öffentlichkeit getragen wurden, sondern direkt an Kollega gingen. Auch hier, ich sage nicht, dass Kollega diese Lines geklaut hat. Möglicherweise ist das alles in gegenseitigem Einverständnis und vielleicht auch mit Bezahlung passiert, was absolut okay ist. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass Kollege auch hierüber offen spricht und wenn es nur dazu dienen würde, über psychische Gesundheit aufzuklären. Vielleicht hatte ja Kollege auch selbst in der Vergangenheit stark mit dem Schicksalsschlag dieses Todes zu kämpfen. Aber Holy ist die tragische Figur dieser Geschichte. Ein Genie, ein Typ, der auch in Interviews immer mal wieder wie beiläufig die krassesten Lines droppt, der aber auch in genau diesen Interviews erwähnt, an Borderline zu leiden. Manchmal etwas ernster und sehr oft mit Humor. Hat er auch selber Musik gemacht? Nee, war? Ich glaube nicht, ne? Ich leide an Borderline wie ein Captain ohne Crew. Auch diese Line dürfte Kollega-Fans bekannt vorkommen. Ja. Kommt mir bekannt vor. Worin findet man Fragmente Holys Schaffens? Texte, die man liest und bei denen man aufgrund des Wortwitzes und der Genialität einfach schmunzeln muss. Bis einem einfällt, dass es den Menschen, der diesen Post abgesetzt hat, nicht mehr gibt. Das ist irgendwie gruselig, aber das ist auch das Schöne am Internet. Es vergisst nicht. Das Schöne am Texten, diese Texte bleiben, ne? Das ist geil. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut sogar. Oder zumindest nur sehr mühsam und kleinteilig. Und auch Kollege könnte helfen, dieses Vermächtnis zu würdigen. Einige von euch wissen es sicher, ich selbst bin krasser Eminem-Fan. Aber als ich mich für dieses Video das erste Mal intensiv mit der deutschen Freetyping-Szene und dieser Art von Kreuzworträtsel-Rap befasst habe, habe ich diesen gleichzeitig lieben gelernt. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass es noch viel mehr musikalischen Output auf diesem Niveau geben würde. Am Ende möchte ich Kollege persönlich mit seinen eigenen Worten adressieren. Du bist Boss, wenn du Fehler nicht bereust, sondern daraus lernst und weitermachst, weil du weißt, wie schnell die Zeit verrinnt. Und das Ironische an dieser ganzen Geschichte, manchmal sind eben die, die anderen Verschwörungen unterstellen, selbst Teil ihrer eigenen kleinen Verschwörung. Ey, Digga, ich muss sagen, im Laufe des Videos ist die Dame mir immer sympathischer geworden. Ja, hat sie ihn jetzt hier mit seinen eigenen Lines nochmal konfrontiert am Ende. Bro, einfach mal abwarten, was Kollege dazu sagt. Wichtig, glaube ich, dass er dazu einfach nochmal Stellung bezieht. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall schon die Information, dass Kollege seine Texte teilweise vielleicht nicht selber geschrieben hat, habe ich ja vorhin schon gesagt. Kann, glaube ich, einige Träume kaputt machen, einige Welten kaputt machen, zerstören. Ich finde es auch ein bisschen schockierend so. Aber ja, es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich bin gespannt, was Kollege dazu sagt. Und dann würde ich sagen, war es gewesen mit dem Video, meine lieben Freunde. Schreibt eure Gedanken zu dem Thema in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bionic, dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Peace the fuck out. Skrr.